Apples M1 bzw. M2 Prozessoren sind in vielen Belangen der Konkurrenz von Intel und AMD überlegen. Vor allem zieht Apple Silicon viel weniger Strom aus der Steckdose und bleibt kühler. Interessant ist aber, wo Apple gegenüber PCs den kürzeren zieht. Also was können x86 Rechner eigentlich besser? Wir haben sehr viele Messungen mit unterschiedlichen Apple M1, Intel und AMD Prozessoren gemacht und zwar mit ganz vielen Musikprogrammen wie Ableton und Cubase, mit Photoshop, mit Lightroom, mit Videoschnittprogramm und die Ergebnisse sind zum Teil wirklich erstaunlich. Achso, und eine Einschätzung zu den gerade angekündigten M2 CPUs, die gibt es zum Schluss auch. Bleibt dran. Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier. Erstmal nochmal ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Bis zum 17. Juni könnt ihr noch die CT mit Desinfect kaufen. Das ist der von CT entwickelte, von USB-Stick bootbare Viren- und Schädlingskiller. Ich habe da dieses Jahr sogar bei den Werbefotos mitgemacht und zwar als Virenjäger verkleidet. Übrigens, ihr könnt mit einem CT-Mini-Abo Geld sparen und da kriegt ihr obendrauf sogar noch ein schönes Geschenk dazu. Ich habe euch einen Link mit mehr Infos in die Beschreibung gepackt. Wir haben ja vor ein paar Wochen ein Video gemacht, in dem wir zwei Apple Studio Rechner gegen meinen Schnitt-PC haben antreten lassen. Das Video kam bei euch ganz gut an, aber einige haben kritisiert, dass das ja ungerecht sei, weil mein Windows-PC keine brandaktuelle CPU eingebaut hat. In diesem Video gibt es nun ganz viele Vergleiche mit ganz vielen brandneuen PCs. Meine Kollegen vom CT-Magazin haben einen richtigen Testmarathon gemacht und ganz viel Software mit etlichen unterschiedlichen PCs durchgemessen. Das Besondere dabei. Wir haben keine synthetischen Benchmarks, also sowas wie 3D-Mark oder Geekbench verwendet, sondern echte Aufgaben in Produktivitätssoftware. Zum Beispiel gemessen, wie viel Audiospuren unterschiedliche DAWs, also Digital Audio Workstations wie Ableton Live oder Cubase schaffen, wie schnell RAW-Entwicklung in Fotosoftware wie Photoshop, Lightroom und Affinity Photo Club, ja und wie schnell Videoschnittprogramme Zwei x86-Rechner haben die CT-Kollegen extra dafür zusammengestellt, um den Mac Studios Paroli zu bieten. Einmal einen mit Intel-CPU, einmal einen mit AMD-Prozessor. Why you gotta disrespect, bro? I do respect you, bro. Show some respect, bro. I do respect you, bro. Die Intel-Variante hat ein Core i7 12700 mit 32 GB DDR4, 3200 Arbeitsspeicher, einer Samsung 980 SSD und einer GeForce RTX 360 Ti Grafikkarte. Der i7 12700 hat 12 echte Kerne, davon 4 niedrig getaktete sogenannte Effizienzkerne und kann 20 Threads gleichzeitig bearbeiten. Mit diesen Effizienzkernen tastet sich Intel so ein bisschen an Apple Silicon heran. Die M1er und M2er haben nämlich auch solche Effizienzkerne, die dazu dienen, den Energieverbrauch zu senken. Braucht das System gerade nicht viel Leistung, nutzt es eben die Stromsparkerne. Eigentlich ganz clever. AMD hat noch keine Effizienzkerne, dafür aber ganz viele normale. Die Kollegen haben den Ryzen 9 5950X ausgesucht, der mit 16 Kernen und 32 Threads aufwarten kann. Der Rest des Systems ist identisch zum Intel-Rechner. So, und bevor wir jetzt ans Eingemachte gehen, müssen wir kurz über Geld sprechen. Beide PCs, also Intel und AMD, kosten komplett deutlich weniger als 2000 Euro. Die beiden Mac Studio, die in diesem Test verglichen werden, kosten einmal 7130 Euro. Das ist dann mit M1 Ultra und einmal 3680 Euro. Das ist dann der mit M1 Max. Ja, fangen wir mal an mit den Videoprojekten. Hier haben wir uns die Exportdauer in Premiere Pro und DaVinci Resolve angeschaut. Dabei handelt es sich immer um das gleiche 4K-Videoprojekt. Und hier haben die M1er tatsächlich nur bei Resolve mit GPU-Unterstützung die Nase vorn. In anderen Tests liegen die AMD und Intel-Rechner entweder gleich auf oder sind sogar schneller. Am krassesten ist der Unterschied bei Premiere Pro beim Rausrendern im Nur-Software-Modus, also ohne explizite Grafikkartenbeschleunigung. Dieser Modus ist in der Praxis sehr relevant, weil er nämlich meist bessere Bildqualität bietet als GPU-beschleunigte Modi. Kurioserweise nutzt er übrigens trotzdem die Grafikkarte, aber nicht so stark wie im explizit GPU-beschleunigten CUDA-Modus. Hier jedenfalls ist das Video bei dem i7
12700 mit RTX 360 Ti nach 2 Minuten 53 fertig. Bei den Mac Studios dauert es 4 Minuten 37 und sogar 7 Minuten 23. Aber der Intel PC ballert dabei 160 Watt, während die Mac Studios maximal 59 Watt aus der Steckdose ziehen. Also grob ein Drittel nur. Boah, kommen wir zu Photoshop. Hier wird ziemlich deutlich, dass die Software offenbar nicht wirklich gut optimiert ist. Da haben wir nämlich komische Dinge gemessen. Bei den Tests mit Photoshop kam als Vergleichsrechner zusätzlich zum Mac Studio mit M1 Max ein Mac Mini mit normalem M1 zum Einsatz, der in der günstigsten Version nur 800 Euro kostet. Ja, und der Mac Mini arbeitete in zwei Disziplinen von allen Rechnern am schnellsten in Photoshop, und zwar bei RAW öffnen und Export Vorschau PNG. Bei Lightroom Classic lag dagegen der Mac Studio M1 Max in allen Disziplinen vorne, bei Affinity Photo ebenfalls, außer beim Skalieren. So, aber jetzt wird es nochmal richtig interessant. Jetzt kommt nämlich die Musiksoftware, also Digital Audio Workstations, DAWs. Hier haben wir ermittelt, wie viel gleichzeitig abgespielte Spuren so ein Rechner schafft. Konkret haben wir einfach eine Drumspur genommen, die mit 7 Plugin-Effekten versehen. Hier haben wir FabFilter-Plugins genommen, weil die weit verbreitet sind und in allen DAWs unter Windows und macOS laufen. Dann haben wir die Drumspur mit den Effekt-Plugins einfach so oft kopiert, bis es Aussetzer gab. Und das ist halt dann die Anzahl der maximal unterstützten Spuren. Ja, und was soll ich sagen? Der dickste Mac Studio mit M1 Ultra wischt hier mit allen anderen Rechnern den Boden auf. Und zwar in nahezu allen DAWs. Klar, am besten schneidet er in Apples hauseigenem Logic Pro X ab mit heftigen 85 Spuren. Aber auch in Ableton Live schafft kein Rechner ansatzweise die 44 Spuren des M1 Ultra. Aber wir wollen auch nicht vergessen, dass das Teil über 7000 Euro kostet. In dem preisgünstigeren Bereich kommen die PCs meist besser weg. Die getesteten PCs, die ja alle unter 2000 Euro kosten, schaffen meistens mehr Spuren als der 3600 Euro teure Mac Studio mit M1 Max. Wie ihr in der Tabelle seht, haben wir hier ein paar mehr Rechner ausprobiert. Und da haben wir einige wirklich interessante Sachen herausgefunden. So liefert der brandneue Ryzen 7 5800X3D bei den meisten DAWs das nach dem M1 Ultra beste Ergebnis. Bei Bitwig Studio schafft er sogar 2 Spuren mehr als der super teure M1 Ultra. Und das, obwohl die CPU nur halb so viele Kerne hat wie der Ryzen 9 5950X und auch noch langsamer getaktet ist. Hä? Wie kann das denn sein? Tja, der Trick ist der größere L3 Cache. Davon hat der Ryzen 5 5800X3D nämlich 96 statt 64 MB und das scheint das Ausschlaggebende zu sein. Der Unterschied ist in der DAW Praxis ziemlich groß. Außer bei Avid und Cubase schafft der 5800X3D deutlich mehr Spuren als die gesamte x86 Konkurrenz und als M1 und M1 Max. Ohnehin ist das ziemlich kurios bei der Audio-Software. Der Mac Studio mit M1 Ultra ballert quasi alles weg, aber der Mac Studio mit M1 Max wird von fast allen x86-Rechnern geschlagen, obwohl er deutlich teurer ist. Ebenfalls absolut nicht vorausgesehen hätte ich den heftigen Unterschied zwischen DDR4 und schnellerem DDR5 Arbeitsspeicher. Der Intel Core i7 12700 schafft mit DDR5 RAM bis zu 35% mehr Audiospuren als mit DDR4. Insgesamt ist das aber alles nach wie vor beeindruckend, was Apple mit seinen M1ern so hinbekommt, vor allem wenn man sich parallel zur Leistung auch den Energieverbrauch anschaut. Wenn man noch eine dicke Grafikkarte in einen x86-PC steckt, da zieht so ein System schon mal 600 Watt und mehr aus der Steckdose. Beim allerstärksten erhältlichen M1 Apple, dem Mac Studio mit M1 Ultra, haben wir dagegen im allerschlimmsten Fall nur 117 Watt gemessen und im Leerlauf sogar nur 13 Watt. Das ist natürlich alles optimal für akkubetriebene Rechner wie Notebooks und deshalb ist es auch ganz folgerichtig, dass Apple gerade eben angekündigt hat, dass der MacBook Air der erste Apple-Computer mit dem neuen M2-Prozessor wird. Testen konnte den noch niemand, weil die Geräte erst im Juli erscheinen. Apple verspricht aber nochmal 18% mehr CPU-Effizienz und 35% mehr GPU-Effizienz. Wie genau das getestet wurde, ist leider unklar. Apple spricht da nur von Standard-Benchmarks, was auch immer das sein soll. Aufgefallen ist uns, dass der M2 anders als die x86-Konkurrenz immer noch keine AV1-Videos in Hardware dekodieren kann. AV1 wird zum Beispiel von YouTube genutzt. Auffällig auch, dass der M2 nicht wie erhofft im effizienteren 3-Nanometer-Prozess gefertigt wird, sondern wie der M1 in 5 Nanometern. Mal sehen, ob eventuell die Mac Minis oder Mac Studios mit M2 in 3 Nanometern kommen. Generell kann man auf jeden Fall sagen, dass sich Intel, AMD und Nvidia richtig ins Zeug legen müssen, weil vor allem in Sachen
Effizienz Apple jetzt schon haushoch überlegen ist. Mit dem M2 wohl noch mehr. Erstaunlich ist vor allem die gute Grafikleistung der Apple Silicon Rechner, die absolut mit einem x86 Rechner mit einer mehrere hundert Euro teuren Extra Grafikkarte mithalten können. Die Windows-Welt kann echt von Glück sagen, dass in der Apple-Welt erst sehr wenige Spiele unterstützt werden. Sollte sich das ändern und Apple wird auch noch eine ernstzunehmende Spieleplattform, ja, dann kann es echt gefährlich werden für Wintel. Aber zurzeit gibt es außer Spielen auch noch viele andere Disziplinen, für die Rechner mit AMD und Intel CPU besser geeignet sind als Apple-Computer. Das zeigt ja auch dieses Video. Es bleibt also spannend. Tschüss.